In der letzten Folge der Yesterchips war ein ganz dicker Hund drin, den ich hiermit korrigieren möchte und auch muss. Ich habe fälschlicherweise behauptet, dass ab Kickstart 1.3 der Amiga auch von einem anderen Diskettenlaufwerk als DF0 booten könnte. Das war Bullshit. Das funktioniert erst ab Kickstart 2. So, und nun übergebe ich an das Yesterchips Studio Niederbayern und wünsche viel Spaß. Los. Herzlich willkommen zu Mix Yesterchips, wobei diesmal ist eigentlich eher wieder Blind Germans Yesterchips. Die Korrespondenten von Mix sind unterwegs im süddeutschen Raum. Es geht ab nach Karlsruhe. Zum ersten Mal gibt es dort die Retrothek. Und ja, wir packen es jetzt dann gleich. Ich habe natürlich einen Kameramann dabei, wie es für einen vernünftigen Korrespondenten gehört. Also mein Name, den kennt ihr ja schon, Blind German und Simmersley. Servus, grüßt euch, hallo Leri. Ist mein Kameramann. Also, dann packen wir es und schauen wir, was in Karlsruhe geboten ist. Ladezone. Sie haben Ihren Ziel. Ach ja, Ding ist schon da. Jetzt haben wir es geschafft! Wir angekommen! Nachdem wir das Auto abgestellt haben, haben wir uns erst einmal die Füße ein bisschen verdrehen und ganz wichtig, einen Kaffee und ein Frühstück gekauft. Es ist beachtlich, welche Informationsveranstaltungen die Stadtbibliothek Karlsruhe auf die Beine stellt. Mit der Retrothek ist die Stadtbibliothek nun zum ersten Mal Gastgeber einer Retro-Computer-Veranstaltung. Und was macht man bei solchen Veranstaltungen als erstes? Richtig! Aufbauen! Ein Aufzug und freundlicherweise bereitgestellte Transportwägelchen erleichtern den Transport der Hauptdarsteller in den Ausstellungsraum, der sich im Keller der Stadtbibliothek befindet. Und die eigenen Fahrzeuge? Naja, wenn man alles in einen PKW reingebracht hat, dann stehen genügend Tiefgaragenstellplätze in der Umgebung der Stadtbibliothek zur Verfügung. Warum fahren jetzt eigentlich zwei Niederbayern 400 Kilometer quer durch Deutschland nach Karlsruhe? Die Antwort steht neben mir, das ist die Anna, die durchaus dafür verantwortlich ist, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Wir kennen uns schon seit langer Zeit von der Retropolis in Augsburg. Da ist die Anna genauso wie ich Stammgast und naja, ich war eigentlich immer vor Ort und du hast einmal gefällt, weil du genau hierher gezogen bist, glaube ich. Gell? Genau, letztes Jahr. Einfach mal ganz kurz was zu dir und was machst du eigentlich? Ich bin Informatikerin und arbeite eben seit letztem Jahr hier in Karlsruhe bei der Stadtbibliothek und bin hier im EDV-Team mit dabei. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, hier so eine Veranstaltung hochzuziehen? Ja, dadurch, dass ich eben seit einigen Jahren jetzt bei der Retropulsiv in Augsburg immer dabei bin, habe ich mir mal überlegt, das wäre eine ganz coole Idee, sowas vielleicht auch hier in Karlsruhe zu veranstalten. Denn so eine Veranstaltung gibt es hier im Großraum Karlsruhe bisher noch nicht. Und meine Kollegen haben auch gemeint, sie sind eigentlich offen dafür, dass man mal auch ein bisschen eine andere Art Veranstaltung kriegt. Ich meine, hier in der Bibliothek haben wir relativ regelmäßig Autorenlesungen oder irgendwas von der Verbraucherzentrale oder ähnliches. Aber jetzt irgendwas, was in Richtung EDV-Sachen geht, Richtung Computer geht oder auch Richtung Spiele, haben wir bisher eigentlich noch nicht so im großen Stil gehabt. Und daher habe ich jetzt die Idee aufgebracht, so ein Retro-Treffen zu veranstalten. Und meine Kollegen waren da eigentlich ganz offen dafür und auch die Bibliotheksleitung hat hier zugestimmt. Und daher haben wir gesagt, probieren wir es mal. Schauen wir mal, wie die Veranstaltung ankommt und wie viele Leute teilnehmen.
Also angekommen, also das sieht man ja durchaus auf den Bildern, ist die Veranstaltung sehr gut, es sind einen ganzen Haufen Leute da. Planst du da eigentlich schon in die Zukunft irgendwo? Also war das eine Eintagsfliege oder machst du das Ganze regelmäßig in irgendeiner Art und Weise? Also wir haben jetzt mal gesagt, diese erste Veranstaltung ist ein Versuchsballon und wir schauen mal, wie es läuft. Und ich habe mir eigentlich jetzt heute Mittag schon gedacht, wo ich gesehen habe, wie viele Leute jetzt tatsächlich gekommen sind, einerseits als Aussteller, aber auch als Interessierte, die sich die ganzen Exponate mal anschauen. Es ist eigentlich ein ziemlicher Erfolg geworden. Definitiv. Und ich habe auch gesehen, es haben sich auch viele Leute miteinander unterhalten, die sich bisher auch noch nicht kannten. Es haben von daher auch zwischen den verschiedenen Gruppen auch neue Kontakte stattgefunden. Und ich finde, es hatten eigentlich alle, oder haben auch immer noch, läuft ja noch parallel hier gerade, es haben eigentlich alle Spaß an der Sache. Von daher finde ich, es ist ein voller Erfolg und ich würde mir wünschen, dass wir es tatsächlich hinkriegen, das regelmäßig zu veranstalten. Zum Beispiel jetzt einmal im Jahr könnte ich mir eigentlich sehr gut vorstellen. Ich muss das natürlich hier intern noch klären, aber wenn es nach mir geht, ja. Ja, bei verschiedenen Gruppen, also es ist sehr viel da, also es sind einige Commodores da, sowohl 64er-Bereich, SX64 habe ich gesehen, es sind Amigas da, also PCs, es ist wirklich komplett durch die ganzen Disziplinen quasi durch, das ist eine ganz tolle Geschichte, aber es sind ja nicht nur Computer da, sondern ihr habt ja in Karlsruhe, habe ich gehört, da gibt es ja noch einen ganz anderen Verein, der heute ja hier vertreten ist und eine ganz tolle Sache macht. Genau, in Karlsruhe gibt es den Verein Retro Games e.V., die sich eben die Bewahrung und wie heißt es mal genau zum Erhalt der Videospielkultur auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben haben. Und Retro Games hat uns hier im Vorfeld schon als Anschauungsobjekt, das wir auch dann jetzt schon 2 Wochen bei uns im Eingangsbereich stehen hatten in der Bibliothek, einen Tetris-Automaten zur Verfügung gestellt, wo jeder im Vorfeld jetzt schon mal ein bisschen spielen konnte und mal ein Retro-Spiel sich mal angucken konnte. Wir haben dort natürlich den Ton abgestellt, weil es eben ja eine Bibliothek ist. Da muss es jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit piepsen und dann wird es auch den Kolleginnen da an der Theke unten irgendwann auf den Keks gehen. Aber der Automat steht jetzt schon seit 2 Wochen da und hat jetzt auch ein bisschen Werbung für die Retrothek, also für die Veranstaltung gemacht. Und Retro Games selber ist jetzt auch hier mit einigen Geräten jetzt mit dabei und stellen hier aus. Und was die selber haben, ist eine Art kleine Spielhalle. Das heißt, dort ist es die Ausstellung oder das Museum im Prinzip des Vereins, wo sie, wie viel sind sie? Ich glaube so circa 80 Arcade-Spielautomaten haben, so circa 10, 15 Flipper-Automaten stehen auch noch dort. Das Besondere daran ist, die ganzen Geräte kann man ohne Geldeinwurf spielen. Das heißt, du zahlst einmal 3 Euro Eintritt, um in die Ausstellung reinzukommen und kannst dann sämtliche Geräte kostenlos, also Freeplay spielen. Da kann man so richtig loszocken quasi. Genau. Wann treffen sich die irgendwie? Die auch vielleicht aus der Nähe von Karlsruhe sind und das Video jetzt sehen? Genau, Retro Games hat immer samstagabends geöffnet, ich glaube ab 20 Uhr am Samstag und am ersten Dienstag im Monat ab 19 Uhr. Ah ja, wunderbare Sache. Ja, dann hoffe ich mal, dass das wirklich zu einer regelmäßigen Veranstaltung wird. Der weite Weg aus Niederbayern hat sich tatsächlich gelohnt. Ich finde eine tolle Sache, auch schon selber sehr viele tolle Gespräche geführt. Macht's weiter so. Perfekt. Dankeschön. Danke dir. Um 10 Uhr war offizieller Startschuss. Und naja, nachdem da noch einige an Ausstellern reingetröpfelt sind und ihre Gerätschaften aufgestellt haben, ging es dann auch richtig los mit dem Publikum, also mit den Interessierten an Retrocomputern. Also ich muss schon sagen, am allermeisten hat mich eine Computeranlage aus den wilden 68ern beeindruckt. Das Computermuseum der Informatik der Universität Stuttgart hat eine Digital PDP-8L aus dem Jahr 1968 nach Karlsruhe transportiert und aufgebaut. Clemens Krause hat mich mit seinem unglaublichen Fachwissen zu diesen Maschinen ganz tief beeindruckt. In Windeseile hat er die Lochstreifenbänder eingelegt und routiniert die notwendigen Einstellungen an der Digital vorgenommen, damit die Programme auch geladen werden können. Mit Hilfe gezielter Störfrequenzen lässt sich die Digital auch dazu überreden, über ein Radio Musik abzuspielen.
Selbstverständlich kann die Digital auch Daten ausgeben. Hier wird zum Beispiel eine IBM Kugelkopfschreibmaschine als Drucker verwendet. Faszinierend auch die Bildschirmausgabe der Digital auf einem Tektronix 4015 Terminal. Die Speicherbildröhre hat eine sagenhafte Auflösung von 4096 auf 3078 Bildpunkten. Hier eine kleine Softwareauswahl für die Digital PDP 8L. Sogar ein Programm zum Lösen von Sudokus hat sich Clemens Krause für diese Maschine geschrieben. Simmersley und ich hatten natürlich einige Amiga-Geräte im Gepäck dabei. Meine selbstverständlich mit Brückenkartenlösungen, zum Beispiel den A1000 mit Sidecar oder meinen schwarzen Amiga 2000 mit der getunten A2486. Siehe Mixiesto-Chips. Natürlich gibt es an so einer Kiste auch immer wieder irgendetwas zum Konfigurieren. Das bleibt einfach nicht aus. Und neben dem großen schwarzen A2000, das kleine schwarze, ein 386 SX Notebook aus dem Hause Commodore. Für die tägliche Computerspieledosis hat sich Simmersley seinen Stefanie Tücking A500 eingepackt und, ganz besonders wichtig, seinen ganz, ganz, ganz speziellen Amiga 4000 Tower. Ein Wahnsinnsgerät. Da lasse ich lieber mal die Bilder sprechen. Hier der Amiga 4000D von einem weiteren Forumsmitglied von a1k.org. Beeindruckend auch die Sammlung an alten Taschenrechnern. Alle noch funktionsfähig. Wahnsinn. Das Wiederbeleben und Konservieren von klassischen Computern ist durchaus ein Stück harte Arbeit. Ein portabler Victor Wiki wird nach einem längeren, unfreiwilligen Wasserbad langsam aber sicher wiederbelebt. Der Vorsitzende der Abteilung Ost des Ministeriums für Informationstechnologie, Dirk Kornert, zeigte auch einige Errungenschaften des VEB-Kombinats Robotron. Den Robotron in seinem Lauf hält weder IBM noch Macintosh auf. Faszinierend, was das VEB-Kombinat Robotron so alles hergestellt hat. Das hier kommt mir aber dann doch langsam ziemlich russisch vor, oder? Vor allem weiß ich jetzt
aber wenn er das zuerst anspricht und dann das, gehe ich einmal davon aus, dass es 3-0 ist, 3-1. Ja. Weil die Köpfe sind hier mit 3-0, 3-1 beschrieben. Also, die habe ich jetzt wohl richtig in diesem Spiel Ein weiterer früher Vertreter der Homecomputer, ein Texas Instruments TI-99 mit einigen modernen Entwicklungen, die ihm freundlich zur Seite gestellt sind. Oha! Was ist denn hier noch? Karlsruhe gemoppelt! Ein waschechter Moppel-Selbstbaucomputer aus dem Jahr 1984. Tja, der wurde im Elo-Magazin veröffentlicht und kam mit einer 8085 Intel CPU und einer 68008 CPU von Motorola daher. Gleich daneben der Knubbel-Mac schlechthin. Ein Color Classic. Was darf auf Retro-Computer-Veranstaltungen definitiv nicht fehlen? Der Heimcomputer der 80er Jahre, der C64, wie er auch mit seinem transportablen Kollegen. Auch ein BTX-Terminal darf nicht fehlen. Freikarten! Wo? Von Retro Games e.V. Ja, nachdem die Anna vorher diesen Verein Retro Games e.V. erwähnt hat, habe ich mir gleich einmal den zweiten Vorsitzenden von dem Verein geschnappt und siehe da, neben mir steht er. Hallo! Ich wollte einen besonderen Gruß an den Mick richten. Nur wegen dir habe ich mir damals einen Amiga 600 geholt. Danke dafür. Ansonsten, ja, ich bin der zweite Vorsitzende des Retro Games e.V. und ich lade dich, Mick, natürlich auch gern ein, bei uns mal vorbeizuschauen. Wunderbar, ich denke, es war mal eine ganz tolle Folge. Ja. Macht es weiter so, ihr macht auch einen tollen Job, ihr habt tolle Systeme hier, einfach super. Danke. Neben dem Tetris-Automaten im Foyer der Stadtbibliothek hat Retro Games e.V. auch einige andere Exponate hier zur Retrothek mitgebracht. Ein Highlight ist sicherlich der wiederaufgebaute Arcade-Automat von Atari mit einer für damalige Zeiten wirklich gigantischen Vektorgrafik. Eine Partie Pong gefällig? Es lässt sich also gar mit einem ziemlich biederen PET Commodore Computer spielen. Kaum zu glauben. Space Invaders! Aber auch ein paar andere Bekannte aus den Wohnzimmern der 70er und 80er Jahre waren zu Gast. Und wie es sich gehört, haben die Aussteller am Ende den Raum auch blitzblank hinterlassen. Kaum zu glauben, jetzt sind 10 Stunden Retrothek vorbei. Die Zeit ist eigentlich vergangen wie im Flug. Ich finde, das war eine super Veranstaltung. Wie hat es dir gefallen? Es war super, es war aufregend, es war interessant mit vielen anderen Leuten zu reden und dass ja auch so viele junge Leute, die die Technik noch gar nicht kennen, eigentlich sich dann doch interessiert haben dafür, wie eigentlich das früher vonstatten gegangen ist mit der Technik. Wahnsinn. Waren auch viele Leute da, die einfach reingekommen sind, die jetzt nicht so als quasi Aussteller da waren und sowas. Also empfehlenswerte Veranstaltung. Und schauen wir mal, hoffen wir mal, ob da tatsächlich irgendwelche Wiederholungen rauskommen. Ja. Aber uns gelangt es jetzt, wir fahren mal heim. Ja, ich bin auch mit. Thank you.
Haben wir es geschafft? Ja. 810 Kilometer knapp später. Respekt. Merci, dass du dabei warst. Kein Problem nicht. Navigator. Wunderbare Geschichte. Also dann, bis zum nächsten Mal. Das Außenstudio von Mixiesta Chips meldet sich ab. Servus. Für dich. Diablo hoch und ich muss schon wieder beitreten. Tag, tag, tag. Hier ist eine heiße Pizza. Meine Diablo, ja, die wie ich sie mir wünsche. Richtig heiß.